Hey Leute, heute sprechen wir über die Insta360 One X2. Das Video, das ihr gerade gesehen habt, ist komplett mit dieser Kamera aufgezeichnet worden. Die Firma Insta360 war so nett und hat mir das Gerät kostenfrei zugesendet. Ja, und ich durfte es jetzt schon seit längerem testen und möchte euch davon berichten und starten wir doch einfach mit den Features. Das Gerät an sich ist super klein und passt auch in jede Hosentasche. Genau das ist wieder ein Merkmal, auf das Insta360 immer wieder viel Wert legt, denn man möchte es dem Nutzer so einfach wie möglich machen. Ich nehme persönlich auf meinen Urlaubsreisen lieber so eine kleine Kamera mit und stecke sie mir gerne einfach in die Hosentasche, als eine große Kamera, für die man teilweise einen extra Rucksack braucht. Die Kamera hat mehrere Zwecke und kann für den Urlaub genutzt werden, zum Vloggen und generell zum Festhalten deiner Erlebnisse, aber auch als sehr coole Actionkamera, denn diese Kamera ist zum einen bis zu 10 Meter wasserdicht und ermöglicht zum anderen echt coole Perspektiven, die ich so noch nicht oft gesehen habe. Man kann es so aussehen lassen, als ob dich eine Drohne von hinten verfolgt, weil man praktisch die Kamera nicht an deiner Hand sieht, da das irgendwie weggezaubert wird. Den Stick, ja, den ich normalerweise die ganze Zeit in der Hand gehalten habe, den sieht man eben nicht. Und ja, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Generell, dieser Stick lässt sich auch schön lang ausfahren. Ja, und das habe ich dann natürlich auch öfter gemacht und habe mich gewundert, so, okay, soll ich jetzt komplett ausfahren oder ein bisschen kürzer lassen? Aber man kann das Ding komplett ausfahren, sieht richtig geil aus und kann ich jedem wirklich empfehlen. Ebenfalls ermöglicht dir die Kamera auch, dass du deine Ego-Perspektive filmen kannst, in der man auch deine Arme und Beine sieht. Jedoch muss ich dazu auch noch sagen, dass vor kurzem ebenfalls von Insta360 die Insta360 Go 2 rausgekommen ist, welche ich mittlerweile eher für Shots aus der Ego-Perspektive bevorzugen würde. Einfach aus dem Grund, ja, das Ding ist halt einfach super klein, ja, und das lässt sich einfach wesentlich einfacher an dir anbringen als jetzt die Insta360. Wenn man den mal so nebeneinander stellt, ja, dann sieht man da auch den Größenunterschied. Ja, denn um die Shots zu filmen, die du gerade hier siehst, habe ich extra mir so ein Bite Mount geholt und das dann eben an die Insta360 One X2 befestigt. Das hat einfach den Nachteil, dass man damit zum einen ziemlich komisch aussieht, ja, man sich schwer beim Reden tut, ich kann eigentlich gar nicht damit reden, und auf Zeit geht es auch mal gut auf den Kiefer, weil das Ganze doch ein bisschen schon Gewicht hat. Deshalb, wenn ihr eher Ego-Perspektiven machen möchtet, würde ich auf jeden Fall die Insta360 Go 2 bevorzugen. Machen wir weiter. Die Kamera kann ebenfalls in Slow-Motion filmen und hat hier mehrere Modi. Man kann in 4K bis zu 50 FPS und in 3K bis zu 100 FPS filmen. Gerade für Actionaufnahmen ist das sicher cool. Zusätzlich kannst du dir ein Bullet-Time-Stativgriff holen, welches die Aufnahmen wie hier ermöglicht. Du merkst, man kann richtig kreativ werden mit dem Insta360 One X2. Das Bullet Time Stativ bietet dir auch an, dass du die Kamera auch einfach mal hinstellen kannst. Genau das habe ich auch gemacht, als ich mit meiner Freundin eine Bootsfahrt gemacht habe in Dubai. Und diese habe ich dann in einer Timelapse festgehalten. Es ist einfach mega entspannt, auf nichts weiter achten zu müssen, denn die Kamera stellt die Kameraeinstellung von selbst ein und über die Richtung, wohin ich filmen müsste, muss ich mir keine Sorgen machen, da ich das jederzeit im Nachhinein ändern kann. Es nimmt ja in 360 Grad auf. Die Kamera bietet noch so viele weitere Features an, die ich noch alle gar nicht getestet habe, wie die Sprachsteuerung oder dass du damit live gehen kannst. Ebenfalls kannst du auch Fotos in RAW fotografieren. Die sehen auch richtig gut aus und es bietet den Vorteil, dass du alles drauf bekommst. Gerade wenn man vorm Burj Khalifa steht, da ist einfach so, das Ding ist so groß, du bekommst es nicht auf einem Bild mit dem ganz normalen Handy. Kein Witz, du kriegst es mit der normalen Handykamera nicht drauf, dass du zu sehen bist und der Burj Khalifa. Das Ding ist zu groß. Über das Display kannst du auch genau sehen, was du gerade filmst. Du kannst auch während des Filmens das Display in sämtliche Richtungen ziehen, falls nötig. Oder wenn du dir eine Aufnahme nochmal anschauen willst, dann kannst du über dieses Display mit dem Finger ziehen und dann nochmal in alle Richtungen schauen. Wie sieht es mit der Stabilisierung aus? Die Technik, die genutzt wird, ist die Flow State Stabilisierung. Und auch hier war ich sehr verwundert darüber. Es gibt Situationen und Momente, in denen ich absolut keine Kontrolle darüber hatte, die Kamera stillzuhalten, wie auf dem Quadbike zum Beispiel. Dennoch habe ich eine recht gute Stabilisierung erhalten. Und hier mal der Vergleich ohne Flow-State-Stabilisierung und jetzt mal mit Flow-State-Stabilisierung. Also ich wüsste keinen Grund, das überhaupt mal auszuschalten, ja, und würde es einfach immer anlassen, aber du kannst es in der Nachbearbeitung dann nochmal entscheiden, ob du es ein- oder anhaben möchtest. Generell finde ich die Stabilisierung ziemlich gut.
Auch die Mikrofonqualität ist super aus meiner Sicht und reicht vollkommen aus. Hier ein kleiner Test. Das ist so stabil hier. And so please fasten the seatbelt. Okay. Yes. You're from Germany? Yeah, we're from Germany. Where are you from? I'm from India and my name is Roshan. Okay. Roshan? Roshan. Es gibt noch so viele Features, die ich noch selbst, wie gesagt, nicht getestet habe. Und hier kann ich dich gerne mal auf die Webseite von Insta360 verweisen, wo alles schön erklärt wird. Dinge wie Clone Trail oder Stop-Motion-Mix oder die Welt-Transitions. Oder am geilsten finde ich sogar dieses Beispiel, ja, wo du einfach ganz normal die Insta360 hochhältst in die Luft und danach mit einem einfachen Effekt diesen Effekt erzeugen kannst über die App. Der Bullet-Time-Stativgriff ermöglicht auch richtig coole Aufnahmen, indem man die Kamera einfach um sich drehen lässt. Damit kann man aus meiner Sicht nochmal richtig kreativ werden und auch richtig coole Shots machen. Innerhalb der App kannst du auch dein bestimmtes Ziel einfach dauerhaft verfolgen lassen, was das Editing ebenfalls nochmals vereinfacht. Die Nachbearbeitung ist sowohl am PC oder auch natürlich übers Handy möglich. Dazu mache ich aber nochmal ein extra Video, da das hier den Rahmen sprengen würde. Mein Fazit zu der Insta360 One X2. Gefühlt hat Insta360 an wirklich alles gedacht. Es macht einfach Spaß, man muss nicht an viel denken, außer die Kamera einzuschalten, was mit einem Klick geht. Man kann es super einfach mitnehmen und es ist die perfekte Kamera für deine Urlaubsreisen, für Ausflüge mit der Familie oder Freunden oder wenn man sich beim Sport mal filmen möchte und, und. Also die Möglichkeiten sind hier einfach unendlich. Wenn du also einfach in Urlaub gehen willst zum Beispiel und die Momente festhalten möchtest und dabei einfach nur genießen möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall diese Kamera ganz, ganz stark empfehlen. Und vor allem, wenn du halt keine Lust darauf hast, jetzt irgendwie eine größere Spiegelreflexkamera unbedingt mitnehmen zu müssen, dann ist dieses Ding einfach der Traum und perfekt. Ich persönlich nehme dieses Ding lieber mit, ja, als jetzt so eine schwere Kamera, wie gesagt, weil den muss ich extra im Rucksack holen. Da fehlt ja auch das noch, da ist ja noch nicht mal das Objektiv drauf. Das ist hier alles einfach viel einfacher geregelt und deswegen macht es damit mir persönlich viel mehr Spaß. Ansonsten, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Smash einmal den Like-Button für den YouTube-Algorithmus und wir sehen uns beim nächsten Mal.